Danach die Parteienfinanzierung, also überhaupt also Finanzierung unserer Verbände. Was sind die Grundlagen dazu? Der Punkt Klärung der Hauptmiete, und ist eigentlich wurscht, das ist ein juristischer Akt, wer das unterschreibt, das ist mir völlig wurscht. Und die Mietanteile sind natürlich in gewisser Weise nach der Parteienfinanzierung zu sehen, oder? Ja. Was heißt Mietanteile nach der Parteienfinanzierung? Ja, tatsächlich, also ich meine, wir können das neue Mietvertrag, wenn, so das sind ja ganz Basics, wir wollen das alle, bla bla. Ich glaube, das geht relativ schnell, das kann man vorher machen, hat man eine Grundlage. Ja, gut. Bis wann müssen wir uns entschieden haben, also es geht ja schnell. Ich gehe davon aus, dass der da am meisten zahlt, auch der führende Mietvertrag wird. Deshalb ist das mit den Mietanteilen vorher. Ja, aber wir werden jetzt eh keinen ausfüllen. Aber ja, das ist schon klar. Egal. Ja, das ist schon klar, aber da geht es ja um ja, den Miet, oder wer schließt den Mietvertrag am Ende ab. Ja, also dieser Zeitaspekt. Ja, okay. Bis wann müssen wir uns entschieden haben? Den finde ich aber genau, auch wichtig. Das ist verbindlicher Zeitplan. Das haben wir ja so, verbindlicher Zeitplan. Nicht für heute. Okay. Okay, dann passt es. Genau. Also was soll ich noch hin und her schieben? Also ich würde das so sehen, wenn ihr mir besprechen wollt. Klärung der Mietanteile vor neuem Mietvertrag. Gut. Und die Beauftragung und Kommunikation, RGS-Leitung. Das ist für mich, wenn wir dazu kommen, die RGS-Leitung ist aber auf jeden Fall vor Klärung der Beauftragungen. Okay, dein Name ist gerade aktiv, da kriege ich mal nichts. Nee, mach nur, was du willst. Und Klärung der Kommunikation ist für mich nach verbindlicher Zeitplan. Ich weiß nicht, zu welchem Punkt das passt. Mietvertrag für ein halbes Jahr oder für 2 Jahre? Wo wird das diskutiert? Achso, okay, ja, stimmt. Bei Mietvertrag. Das ist, ja, richtig, ja, aber das ist abhängig davon, wie viel du Mietanteile trägst. Ja. dann tatsächlich kommt es sicherlich vor Klärung der Mietanteile. Die Dauer des Mietverhältnisses. Nach Vorklärung der Mietanteile. Das ist, glaube ich, nicht zu machen. Also, meinst du extra Punkte? Ja, ich glaube, zumindest habe ich dich so verstanden, dass du nicht die Entscheidung treffen kannst über die Mietanteile, wenn du nicht weißt, wie lange. Genau. Okay. In welchem Punkt bringe jetzt haben wir gestern aus München Land da, in welchem Punkt bringe ich da die unter? Ich will. Wo sie wollen. Wir sind hier nur interessehalber da. Wir haben hier auch schon einen Beschluss. Sie habt ihr kein Geld mitgebracht? Auf! Ihr könnt ja eine allgemeine Meinung äußern. Das ist ja noch nicht wirklich ein Beschluss, aber zumindest eine Intention. Ja, dann machen wir das. Das könnte ja bei Klärung der Mietanteile. Ich würde es sogar als ersten Punkt setzen, einfach nur mal euch zu hören, was ihr für Gedanken habt. Aber das würde ich gerne von allen Verbänden dann hören. Okay, dann Gedanken zur derzeitigen Situation oder Meinungsaustausch, das ist blöd, das umfasst ja dann alles. Das umfasst ja alles. Und da hast du einzelne Leute von dir vom einzelnen Vorstand, die andere Meinung. Stellungnahme der Verbände zur EG. Wir haben aber keine offizielle Stellungnahme, oder? Also das nein. Habt ihr einen? Ja. Gedanken für Gespinste der Verbände. Okay, pro Verband eine Person, maximal 5 Minuten. Meinungsbild ist das ja. Meinungsbild zur Zukunft. Haben wir eine Zukunft? Okay. Ja, deswegen brauchen wir ja Meinungsbild. Wieso keine, oder? Wer, also für uns, für den Bezirk, wird das sicherlich der Christopher machen, weil das ein Beauftragter dafür. Vom KV, wer möchte da etwas zum Besten geben? Also es soll keine Diskussion sein, es ist nur ein reiner Vortrag ohne Antworten. Ich glaube, ich kann ein bisschen zusammenfassen, was okay. Ich gesprochen habe. Von euch? Es gibt doch keine Meinung, jetzt habe ich aber nicht mal gesagt. Okay, gut. Und vom LV haben wir eh nur eine Wahl. Ja, Niki ist im Telefon. Genau. Wir können auch noch einen Moment kurz warten, bis der, also wenn wir da so weit sind, können wir auch noch warten, bis der Thomas kommt und dann das nachholen für den Landesverband. Das ist Punkt 1. Ja, das ist Punkt 1. Ja, wir können ja was sagen. Okay. Niki, hast du das verstanden? Niki. Ja, ich finde, ihr seid sehr schlecht zu verstehen, vor allem wenn ihr lacht. Lachverbot. Okay, Lachen ist verboten, ja? Ja, okay.
Ja, genau. Begrenzung der Nachtzeit. Okay. Nee, es geht jetzt im ersten, würde im ersten Punkt darum gehen, dass von jedem beteiligten Gliederung ein Statement über die derzeitige Ansichten zum Besten zu geben, und zwar nur von einer Person, und das als Monolog ohne Antwort und Diskussion. Okay, einfach Brainstorming. Nein, das ist nicht Brainstorming. Das ist wirklich nur, das ist jede Gliederung, die hier teilnimmt, einmal von einer Person einen gewissen Monolog mit Gedanken und Hirngespinsten oder was auch immer, eine Meinung oder vielleicht ist es schon ein Beschluss oder irgendwas, zum Besten gibt, sodass wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, gegenseitig, aber halt ohne Diskussion. Und wer, brauchst du dazu Vorbereitungszeit oder geht das so? Nee, das geht so. Ansonsten kann ich auch anfangen, also, oder? Fang du an. Weil ich glaube, das geht bei uns relativ... Also jetzt warte mal. Jetzt müssen wir kurz mal gucken. Ist jetzt die Tagesordnung soweit vollständig? Gut. Irgendjemand macht gerade sowieso schon Protokoll. Wer ist das? Ich streite gerade den Teil von unten ein. Da ist. Gut, sehr gut. Und dann würde ich sagen, fangen wir damit an, mit dem ersten Punkt, Gedanken und Hirngespinste der Verbände, jeweils eine Person. Viel Spaß. Genau, ich kann da mal anfangen. Also wir haben noch keinen offiziellen Beschluss als KV, aber es ist völlig klar, wir wollen die LGS halten, ja, weil wir natürlich davon profitieren, weil die wichtig für unsere Arbeit ist. Wir denken, wir werden das auch auf jeden Fall für die nächsten 6 Monate machen können, mehr oder weniger, natürlich nur mit euch zusammen, aber für die nächsten 6 Monate wird es auf jeden Fall gehen. Ich glaube, wir wollen... auch das für die nächsten zwei Jahre halten, tun uns aber schwer mit unserem Budget, da einen seriösen Kostenvoranschlag für die nächsten 2 Jahre zu machen, weil wir eben nicht wissen, wie unsere Einnahmen sind die nächsten 2 Jahre. Und allgemein, ich glaube, das ist so auch ein Punkt, der unserem Schatzmeister wichtig ist, sehen wir natürlich den Nutzen der LGS auch für alle Fälle, aber idealerweise muss unser Ziel sein, die LGS bis zum nächsten Wahlkampf zu halten. Aber da tun wir uns natürlich noch schwieriger, das seriös rauszuplanen. Das war's schon. Gut, Christopher? Oder wollt ihr zuerst? Christopher, danke. Diesmal durch, ob das so passt. Bevor ich was für dich aufschreibe. Okay. Ich habe nur gesucht, welche zu machen. Okay. Also wir haben auch keinen Beschluss. Wir haben das auch in einer Vorstandssitzung noch nicht diskutiert. Wir haben es natürlich untereinander sozusagen auf Basisebene mal diskutiert. Soweit ich uns verstanden habe, würden wir das auch gerne weiterführen, wobei unsere Schatzmeisterin sagt, das liegt nicht in unserem Budget. Was man sich vorstellen könnte, wäre, dass einfach alle KVs einen Beitrag leisten, einen symbolischen Beitrag zum Beispiel, damit es gehalten werden kann. Und meine Idee zum Beispiel wäre, es eventuell unterzuvermieten teilweise, weil die Piraten in Augsburg zum Beispiel, die haben ja auch ihre Geschäftsstelle nicht allein gehabt. Also ich denke, das würde schon gehen. Hast du da noch was zuzufügen? Nein. Ja. Ja, genau. Und eventuell untervermieten, dass wir die Räume teilweise untervermieten. Streamworks, hast du einen Link irgendwo gepostet? Ja. Wo steht der? Auf deinem Mail. Auf meine Mail, das ist Moment. Anfangen, wenn wir die Haare hübsch zu machen. Ich habe ihn sogar vergessen. Gut, dann. Okay, dann können wir einen Bezirksverband machen. Ja. Also bei uns gab es schon eine Vorstandssitzung. Wir haben schon auf der Mailingliste grundlegend uns mal kommuniziert mit allen. Wir sind uns alle einig, dass wir die Landesgeschäftsstelle halten möchten. Und wir sehen jetzt nicht die Notwendigkeit, mehrere Geschäftsstellen in verschiedenen Kreisverbänden zu haben. Wir sehen den
eindeutigen Vorteil, wenn der Landesverband, Bezirksverband und Kreisverband oder vielleicht auch der Kreisverband München-Land alle in eine Kerbe haben, wir alle Gelder auf dem Tisch liegen, um eine möglichst große Geschäftsstelle zu haben. Ansonsten ist dem derzeit nicht viel hinzuzufügen. Bei uns ist das Hauptproblem, dass für uns sich folgende Situation ergibt, dass der Bezirksverband Mitte, Ende Januar Neuwahlen stattfinden lässt. Und Klaus und Olaf sind ja im Landesverband. Ein paar von uns werden auch aufhören. Und da müssen wir natürlich auch für den neuen Bezirksvorstand eine Situation hinterlassen, wo wir uns jetzt nicht schämen müssen für. Also wir wollen die Landesgeschäftsstelle erhalten und wir würden gerne auch eine gesicherte Finanzierung des Bezirksvorstands über die nächste Zeit damit auch gewährleisten. Wir glauben, das ist alles möglich, aber da müssen wir halt reden und dafür sind wir heute da. Ich schreibe das jetzt nochmal ab, was ich gesagt habe und pack's ins Protokoll. Gehört das dann Teil gesehen, was ich da reingeschrieben habe? Ich würde noch sagen, also wir sind schon auch dafür, dass die LGS erhalten bleibt. So habe ich uns auch verstanden, ne? Ja. Der Christopher schreibt noch sein eigenes Protokoll. Ich kann deinen Teil schreiben, aber okay. Später. Kannst du anfangen? Okay, also der Landesvorstand möchte auch gerne die LGS erhalten. Wir brauchen Büroräume, weil wir es ablehnen, dass privaten Unterlagen, irgendwelche Papiere oder sonst was bei irgendwelchen Leuten zu Hause gelagert werden. Ja, wir würden gerne an der bisherigen Organisationsstruktur, wenn sozusagen die Beteiligungsverhältnisse geklärt sind, gegebenenfalls noch was ändern. Kannst du das nochmal wiederholen, den letzten Satz? Wir würden gerne, wenn die Beteiligungsverhältnisse geklärt sind, an der Organisationsstruktur gegebenenfalls was ändern. Was heißt das? Kann man das? Niki? Das ist sehr schwammig. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du redest sehr, sehr schwammig. Man hört dich gut, aber ich verstehe nicht, was es bedeutet. Das ist im Moment auch sehr schwammig, weil ich denke, da müssen sich alle Beteiligten gemeinsam auf irgendwas einigen. Weil da kann der Landesvorstand nicht hingehen und sagen, ja, wir möchten jetzt, dass alle Räume grün gestrichen werden und jeder, der einen Außerposten hat, immer mit einem blauen Hütchen rumläuft. Nee, also wir müssen da echt gemeinsam entscheiden, aber ich finde, da liegt im Moment, es gibt zu viele Unklarheiten, es gibt zu viele Zuständigkeiten und irgendwie müsste man deutlicher werden, wer was macht und wer Ansprechpartner ist und vielleicht auch mal, was die Besetzung angeht, also wer wann da ist, mal irgendwie ein bisschen das Ganze besser organisieren. Ja. Okay. Wofür sind Sie da? Die Zivo steht. Ich habe einen förmlichen Beschluss, also, haben wir auch nicht dazu. Wenn ich das richtig nochmal als Verständnisrückfrage, da steht jetzt, wenn die Beteiligungsverhältnisse geklärt werden, würden wir gerne an der Organisationsstruktur etwas ändern. Sollte es ein geklärt wurden, also sprich, ist das im Nachgang oder wollte das vorher? Es gibt noch gar keine Meinung dazu. Das möchten wir im Nachgang, das ist keine Bedingung. Okay, also wenn die Beteiligungsverhältnisse geklärt wurden. Genau. Das ist wichtig. Das ist ein Teil. Schon klar, ich weiß, was du meinst. Wenn sie das jetzt noch aufnehmen. Also noch keine Zeit brauchen.
Wir unterhalten uns. Ja. Bist du im Pad? Ja, weil man sich gleich unterhalten. Bist du im Pad, Fritz? Ja. Könntest du den Teil bei Landesverband nochmal nachgucken, korrigieren und umschreiben oder was auch immer? Aber ja. Das wäre super. Ist Zeile 94. Gut, dann wären wir soweit, dass wir zum nächsten Punkt kommen, verbindlicher Zeitplan. Was ist damit gemeint? Das ist ein Zeitplan, der hat ein Heute und der hat ein Ende. Über die müssen wir reden. Also ein Aktionsplan gewisserweise. Wann muss welche Entscheidung da sein oder wann sollte welche Entscheidung da sein? Und ja, was halt dazugehört. Ne? Darf ich vielleicht in die Runde die Frage stellen, ob der 31.12. sozusagen unser Endedatum ist, diesen Jahres? Was, der 31.12.? Hängt davon ab, für was. Der 31.12. ist für den Mietvertrag allgemein, aber der Mietvertrag sollte unterschrieben werden. Wir hatten uns mal geeinigt in der Vorstandssitzung auf Ende November. Also das ist auch ein Termin, der irgendwo reinkommt. Wann wird der Mietvertrag unterschrieben? Und der Termin wird definitiv vorher stattfinden. Gut. Okay, was ist für euch das Letzte, was wir in diesen Zeitplan reinschreiben? Ja, 31.12. Nein, der letzte Aktionspunkt. So. Sind das die Verträge unter den Verbänden? Sind das die Klärung der Beauftragungen hier? Die Klärung der Beauftragungen? Das wäre der allerletzte Punkt. Also wenn alles finanziell. Ich muss hier Macht weg, also insofern, ich komme mal die nächsten zwei Punkte mit. Die Klärung der Beauftragung, das muss ich noch weiter beliebig. Da geht es um so Dinge, die wirklich einen festen Zeitplan benötigen, zum Beispiel die Unterschrift und Mietvertrag. Einigung der Verbände sollte vorher erfolgen. Ja, klar. Also okay. Wenn wir bis zur Klärung der Mietanteile heute kommen, wäre ich zufrieden. Nee, gut, ist okay. Ich möchte nur verhindern, dass ihr nicht jetzt komplett andere Pläne im Kopf habt. Also ist für mich auch und also nicht für euch die Klärung der Verträge und beziehungsweise Unterschrift der Verträge. Inklusive Verträge unter den Verbänden ist der letzte Aktionspunkt auf diesem Zeitplan. Okay? Also ich würde jetzt einen Unterschied in dem Zeitplan machen. Das heißt, bis die Verbände einen Zeitplan. Ja, aber ein Unterschied in den Punkten innerhalb dieses Zeitplans. Ja, okay. Und zwar Ende November, so hatte ich das auch bei der Vorstandssitzung im Bezirk verstanden, dass wir bis Ende November das alles verbindlich in den Verbänden geregelt haben müssen, dass der Mietvertrag, ob der jetzt am 15. Dezember unterschrieben wird oder wann auch immer, das würde ich jetzt nicht so, das ist dann die Frauensache, die danach kommt. Deswegen würde ich das nicht an die Unterschrift des Mietvertrages schließen. Sondern wichtig ist, dass die Beschlüsse von den Verbänden da sind, bis zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe prinzipiell den Hinweis, wir sehen jetzt trotzdem die Unterschrift Mietvertrag, die letzte Aktion in der Geschichte. Damit ist die Party beendet. Damit haben wir uns alle geeinigt. Die gewisse Regelung ist geklärt. Geschäftsstellen intern kann man dann auch immer noch klären. Das heißt, was ich jetzt so ausgehört habe, den 15. Dezember als letztmöglichen Datum, also als unser letztmögliches Zieldatum setzen. Bis dahin müssen die Verbände verbindlich auf den Nein. Bis dahin muss der Mietvertrag unterschrieben sein. Ich versuche den letzten Termin rauszufinden und dann hangeln wir uns nach vorne. Okay. Das ist das, was ich jetzt hier tue. 15.12. ist der allerletzte Termin. Am 18. müssen wir Unterschriften sammeln, wenn wir es je nicht halten können. Also, aber ja, gut, den, dass die Unterschrift auf dem Vertrag ist ja nicht ein formeller Akt. Ja, wenn man es vorher gab. Okay. Wir können ja gerne noch eine Woche vorher machen. Na, der formelle Akt ist ja okay. Vorher ist ja alles geklärt. Oder muss alles geklärt. Ja, okay, gut. Also, halten wir fest. Anschlag. Ja, Anschlag ist 15.12. Welcher Punkt ist davor?
je nach Turnus der Vorstände, muss davor von den Vorständen der verbindliche Beschluss sein. Es kann ja sein, der Kreisverband hat am Montag Beschluss, der Bezirksverband am Freitag und der Landesverband am Donnerstag. Das heißt, in der letzten davor gehenden Vorstandssitzung müssen die Beschlüsse vor dem 15. Dezember, die müssen rechtsverbindlich sozusagen von den Vorständen beschlossen sein. Reicht uns das? Das ist der spätestmögliche Termin. Wenn wir uns davor geeinigt haben, und dann ist halt die Frage, wir machen zum Beispiel zweiwöchentlichen Turnus, entweder müssen Sie eine Sondersitzung einlegen, der jeweilige Vorstand, oder aber, Umlauf geht bei uns nicht beim Tresor. Zwei Drittel habe ich eigentlich. Achso, ja. Zwei Drittel. Aber das weiß ich jetzt nicht, wie das bei den anderen Toiletten ausschaut. Also insofern. Sie können der Beschluss ist noch jetzt. Das heißt, die Einigung der Verbände untereinander, würde ich sagen, sollte zwei Wochen vorher passieren und das wäre eben dann Ende November, damit dann bis dahin die Beschlüsse in den Verbänden herbeigeführt werden können, beziehungsweise, das ist jetzt dann so die Katastrophe, die ja auch eintreten kann, die stimmen dann zerhackelig auf der Vorstandssitzung und sagen, nö, das beschließen wir jetzt so nicht. Und dann haben wir noch eine Reserve drin in diesen zwei Wochen. Das heißt, am 30.11. sollten Bundesparteitag. Muss beschlussreif, den Vorstandsbeschlussreif vorgelegt werden. Okay. Ich komme wieder von hinten, wir werden machen, dass wir sie am Tisch ziehen. Das ist eine gute Frage. Drei Tage, vier Tage. Das ist wahrscheinlich ganz schnell. Das letzte Mal, war es wirklich so, irgendwie dann zwischen Tür und Angel hat Deko das Ding dann in letzter Sekunde untersucht. Das muss ja nicht alles immer in letzter Sekunde geplant werden. 15. Dezember ist für Sibo eh schon sehr spät. Ja, dann hat er auch ein Interesse, dass es dann schnell passiert. Ja, aber wie viel Tage? Okay, Einladung des Vermieters zur Vertragsunterzeichnung an einem Werktag um den 10.12. herum. Das ist eigentlich der Punkt, weil dann muss der Beschluss verbindlich an diesem Tag stehen. Da müssen an diesem Tag alle Verbände beschlossen haben. Ja. Sonst können wir nicht unterschreiben. Richtig. Also bis 10.12. letzter Beschlusstag. Wir reden jetzt mal über die letzten Tage. Es darf auch früher gehen, ne? Ja, natürlich. Deadline ist 10.12., wenn möglich früher. Und bei mir war halt der Punkt sozusagen, ich hätte Deadline 30.11. für die Vorstandsbeschlüsse gesetzt. Wenn dann sonst irgendwas. Wollte den früher setzen. Du hättest 10.12. eingeschrieben. Das ist absoluter Killer. Wir können da 30. setzen. Also eine Einigung der Verbände 30.11. Einverstanden? Einigung der Verbände, 30. Gut. Ich hätte jetzt mal drüber geschrieben, spätestens mögliche Daten. In der Hoffnung, dass wir uns vorher alle einigen und schon demnächst. Ja, genau. Einigung der Verbände bis 30. Genau. Für mich ist ein weiterer Punkt vorher zu klären, die Frage der Parteienfinanzierung. Und da ist die Frage, wie viel Zeit wir sozusagen noch nach der Parteienfinanzierung brauchen, wenn die klar ist, wie viel Zeit wir noch brauchen, bis wir eine Einigung der Verbände herbeiführen können. Wer war zuerst? Ich sag einen Tag, wir müssen es nur mal zusammensetzen und das Ganze ausprobieren. Ich denke, wir werden uns einig. Zu dieser Parteienfinanzierung, jetzt komme ich schon inhaltlich. Ich denke nicht, dass wir die komplette Parteienfinanzierung bis zu diesem Zeitpunkt hinkriegen, sprich die Verteilung, was gibt der Land weiter, die genauen Zahlen etc. Deswegen gab es in der letzten Bezirkssitzung, letzten Freitag, die Idee, ja, dass der Landesvorstand eventuell schon sagen kann, wie viel minimal an die Bezirke geht. Würde dir das reichen? Weil ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen die komplette Gliederung über die Parteienfinanzierung hinkriegen, das dauert. Gut zur Unschärfe. Weil sobald wir einen sinnvollen Rahmen haben, kann man drüber reden. 100 Euro hin oder her von keinem Verband. Sobald man wirklich ein sinnvoller Fenster ist, von hier bis hier, können wir das ausdiskutieren. Wir haben uns vom Landesverband eine schriftliche Zusage erbieten, dass wir sozusagen eine Garantie haben, drunter geht es nicht. Das wollen wir schriftlich haben. Gut. Ein guter Punkt. Wir brauchen also vorher eine
Zusage, Garantie, verbindliche Finanzierung durch den Landesverband. Ja, minimal. Eine minimal Mindest. Mehr darf es immer sein. Ja, was muss hier so verbindlich sein? Das von der Zeitfinanzierung, was durchkommt. Und zwar mindestens am Mittwoch. Dann würde ich da in diesen Zeitplan, den 20. öffnen, reinschreiben. Ja. Hat der Landesverband das vernommen? Mhm. Ist das bestreitet der Bezirksschatzmeister jetzt mit dem Landesschatzmeister? Ich habe jetzt eigentlich das Telefon gemeint, aber das nochmal. Ich hätte gerne heute schon was mitgebracht, aber da war eine andere Tribüne am Wochenende und auch heute noch. Also ja, war nicht was. Habe ich schon mal zwei Hüte mitgebracht. 20. Der Bezirksschatzmeister konnte den Landesschatzmeister aufgrund terminlicher Unpässlichkeiten nicht erreichen. Er ging nicht ans Telefon, ist halt immer besetzt. Hätte mal anonym probieren sollen. Gut, aber andere Datumsabhängigkeiten sind hier noch drin. Zeitplanabhängigkeit. Okay, dann seid ihr soweit damit einverstanden. Gibt es dagegen einen Widerspruch? Kein Widerspruch. Ergänzung, was Niki gesagt hat, zum neuen Mietvertrag ist jetzt nur, wollen wir das, was sie gesagt hat, was man danach machen muss, Organisationsstrukturen, Beauftragungen, wollen wir sagen, dass wir das zum 1. Januar geklärt haben wollen oder wollen wir uns diesen Druck nicht machen? Wäre jetzt nur... Ich denke, wir können es erst klären, wenn die Anteilsstruktur wirklich feststeht. Genau, deswegen ist die Frage im Zwischenfall. Aber die Klärung an sich als Termin kleiner. Ich habe mal ins Protokoll geschrieben, im Anschluss an alles Vorherige. Aber wir können auch einen Termin einschreiben als Ziel. Ja. Sie sollte mal vielleicht sagen, was genau sie will, dann können wir auch sagen, bis wann wir fertig haben. EGS-Leiter, Beauftragung, Organisation, sowas. Ja, bislang war der LV Hauptmiet und hatten erlangt. Jetzt haben wir dann eine andere Struktur, so viel kann man glaube ich jetzt schon ganz großzügig sagen. Und diese Struktur muss sich einig werden, wenn sie beauftragt und wie sie die Organisation künftig weitertreiben will. Sprich, geht erst nach der Einigung. Ja. Ich habe als Ziel 1.1.2014 eingeschrieben. Ja, das ist gut. Was heißt denn das, diese Webseite noch nicht bewertet? Was heißt denn das? Kann ich rausschmeißen, oder? Ja. Wahrscheinlich. Kannst du auch eine positive Bewertung haben. Okay, können wir zur Parteienfinanzierung heute noch irgendwas sagen? Genau, also jetzt erstmal, Zeitplan ist jetzt gefixt. Das heißt, jeder darf jedem in den Arsch treten, damit es erfüllt wird, ja? Ist das ein offizielles Statement? Ja. Das ist abgesprochen. Die können. Jetzt ist es abgesprochen, oder? Mhm. Ja. Mhm. Gut. Okay. Proteste von Niki, weil die Telcos haben manchmal den Nachteil, dass sie nicht so leicht dazwischen rufen. Niki, vernommen? Nochmal was? Ah! Vernommen oder nicht? Wir haben einen verbindlichen Zeitplan. Ja, ich höre euch zu, aber ich verstehe nur die Hälfte. Okay, also pass auf. Ganz unten in dem Tape ist ein verbindlicher Zeitplan. Ja, den habe ich gesehen. Richtig. Bist du mit diesem einverstanden? Ja, das sieht machbar aus. Gut. Dann haben wir eine Menge zu tun, um das möglich zu machen. Aber das ist schon mal gut, wenn wir einen Zeitplan haben, dann können wir auch nicht so viel, an manchen Stellen nicht so sehr mehr aneinander vorbeireden. Ja. Ich wünsche mir, dass Martin Klaus derjenige ist, der die Parteienfinanzierung als erstes auf die Reihe kriegt und als erstes von der Aussage, der Fertigstellung der Aussage weiß, dass sie einlädt. Oder dass er das entsprechend Treffen initiiert. Das Treffen, wo wir uns auf die Anteile einigen. Okay, gut, das ist natürlich eine bezirksübergreifende Geschichte. Da müssen ja alle im Zirkel dabei sein. Zum einen ist das Land und zum anderen bist du derjenige, der es ein bisschen im Auge des Landes hat. Und der weiß, wann das Termin ist. Der steht im Raum, dass man den. Den Teil, den ich gerne große Eckplan an dem Haus nicht. Hast du überhaupt jemanden den Hut sonst versetzen? Ja, ja, klar. Jetzt habe ich noch einen Punkt, der noch gehört noch zum Zeitplan.
Ein Zeitplan hilft nichts, wenn es keine Folgen hat, Zeit zu überschreiten. Ist so. Wir brauchen jeweils eine Aktion, was passiert, wenn dir das Datum nicht gehalten wird. Ganz einfach, hier werden Sachen zusammengepackt. Okay, ist das für jeden Punkt so? Also wenn der 20.11. nicht gehalten wird, wird die Räumung der RGS vorbereitet. Das ist unrealistisch. Natürlich. Ja, Tatsächlich, wenn der 15.12. gerissen ist, dann müssen wir es ernst. Okay. Ich hatte im Namen des Bezirks, erarbeite ich einen Vorschlag, um zu gucken, ob wir vielleicht eine Notlösung anbieten können. Es gibt noch keine Einigung im Bezirk für diesen Vorschlag, aber wir haben es zumindest mal diskutiert, sodass wir uns überlegen können, sollte es keine Einigung der Verbände geben und wir wollen alle die LGS erhalten, dass wir vielleicht eine Notlösung, die vielleicht ein paar Monate übergreifend ist, bis zur Klärung der finanziellen Verteilungen. Also das ist was wir uns überlegt haben, wenn alle Stricke reißen können. Wir haben noch keinen konkreten Plan ausgearbeitet und es muss noch erst intern geklärt werden. Aber wir haben da schon was in der Mache. Ich hau genau in die gegenteilige Kerbe. Ich würde den 10.12. als Reißleine nehmen. Bis dahin sollen die einige Verbände da sein. Wenn nicht erfolgt, würde ich erwerben. Ja, also wir gehen halt in den Keller. Ja, eben aus diesem Beruf, weil wir brauchen auch ein bisschen Zeit, um Plan B oder C oder D, das trifft für alle zu, umzusetzen oder vorzubereiten. Und mit 15 Tagen über Weihnachten ist das keine Zeit. Ja. Ja, und ein bisschen Druck in der Sache, das ist gut. Ja, also das ist ganz einfach eine Aussage, wenn es bis zum 10. nicht erfolgt ist, die Klärung, dann machen wir den Laden dicht und jeder kann sich bilateral zusammensetzen, was auch immer, aber dieser Plan ist dann beerdigt. Okay, gut. Ist das allen soweit klar und auch Einverständnis? Gut, und dann das können wir für die anderen Termine davor noch festlegen. Die Idee ist auch nicht schlecht. Kann man nicht Strafzahlungen festlegen? jeweils 3 Monate. Genau, wir könnten zum 30. Für jeden Tag, den der LV ab 20.11. nicht diese Aussage tätigt, muss er 3 Monate mieten. Angenommen, das ist der Wenn der bei den anderen Punkten entsprechend ist für Bezirk und KV vereinbart wird. Und wenn man die muss, dann nichts machen bis dahin. Ja. Nein, das ist schon klar. Aber die anderen Termine sind so höchst gemeinsam. Nee, aber das wäre jetzt sozusagen, wenn wir sagen, wir räumen am 10.12., wenn der Termin gerissen wird, 10.12., dann wird Räumung geplant. Wenn der Termin 30.11. gerissen wird, dann könnten wir uns das mit der Strafzahlung durchaus überlegen. Wir fangen jetzt keine Strafzahlung an. Nein, das kann die Behörden nicht richtig erzählen. Wir haben jetzt gar keine Abstimmung. Aber ich habe auch keinen Ja. Aber alle sind ruhig. Ruhe! Genau. Also ich will es anders angehen. Ich will einfach sagen, der LV will bis zum 20.11., also in anderthalb Wochen, eine verbindliche Aussage zur Parteienfinanzierung machen. Habt ihr bis dahin alle Infos auf dem Tisch, dass ihr so eine Aussage machen könnt? Es wird eine verbindliche Zusage sein über einen minimalen Betrag, okay, auf dem basierend man dann weiter agieren kann. Bis dahin wird sicherlich nicht komplett festgelegt sein, wie überhaupt die Parteienfinanzierung verteilt wird und auf welchen Modellen und auf welchen Schlüsseln, weil da sind ja die anderen Bezirke involviert. Das wird mit den anderen Bezirken zusammen noch ein längeres Spiel werden. Das heißt, das kann also nur die Minimallösung sein, die man hier diese Verhandlungen ermöglichen soll. Okay. Gut, das nächste ist Beschlüsse der Verbände. Damit ist gemeint Landesverband, Bezirksverband Oberbayern und KV München, oder? Ja, aber da, genau, dann ist halt, okay, das, da könnt ihr euch auf dem kurzen Weg sozusagen, ihr trefft euch ja hier, aber dann zum Beispiel, die anderen Verbände einigen sich, Beschlüsse der Verbände, also da wäre es mir wichtig, wer kontaktiert die, was schreibt ihr denen, setzt ihr denen eine Deadline, sagt ihr, das muss auf eure nächste Tagesordnung, ich meine, bei uns kommt es auf die nächste Tagesordnung. Ja, welche aber, Verbände sind denn überhaupt also hier verhandeln gerade von jedem Verband, da sitzt der Kreisverband, da sitzt der Bezirksverband, ihr seid auch da. Da sitzt der Landesverband. Genau, und dort im Telefon ist der Landesverband. Dieses hier ist natürlich die Pflicht, dass
das, was hier getroffen wird, das, was dann auch gemacht wird, und zwar die Vertreter der Verbände haben an ihr, also bei uns ist der Christopher, haben an ihre jeweiligen Verbände das so weiterzugeben. Ja. Und da gab es in der Vergangenheit auch nie eine Diskussion. Ja, ich meine, das sei jetzt ein bisschen weitergefasst. Also weil es ja darum geht, eventuell auch einen symbolischen Beitrag zu machen. Was das heißt, Dachau fragen, ob die machen würden. Also ich glaube, wird jetzt Geld geben. Ich glaube, das ist ein Schmarrn. Also ich möchte, das sind genau die Verbände, die hier am Tisch sitzen, genau, die bis bald beschlossen haben müssen. Ihr habt euch jetzt dazu gesetzt, ihr seid auch in der Pflicht. Wenn keiner kommt, die Mülle bei euch. Ich würde mich gerne mit dem symbolischen Betrag unterhalten, das hatten wir auch schon diskutiert im Bezirksverband. Ich habe da Bauchschmerzen damit, weil ich aus Berchtesgadener Land nicht erklären kann, warum wir hier für die Geschäftsstelle zahlen. Das reicht schon, dass ich ihm quasi weniger Parteienfinanzierung durchreiche. Ja? Es gibt andere Stellschrauben. Ja. Also wir haben uns unterhalten, alle Kraft aus. Christopher meldet sich jetzt. Kein Problem. Nur nochmal zur Klärung, diese großen LGS-Orga-Treffen sind eigentlich auch genau dafür gedacht, das zu tun, was wir heute tun. Somit, da sind ja eben die Vertreter eben eingeladen für. Und somit braucht es, man sollte schon jetzt gerade in der Situation gucken, dass man gerade unter den Vertretern mal eine interne Einigung findet. Aber dafür sind eigentlich auch diese Termine heute. Gut. Nein, ich will hier weitermachen und mal zu was Substanziellem kommen. Dann hätten wir das mit dem Zeitplan. Wir hätten eine Deadline, wir haben einen Exit-Point. Tatsächlich war es noch fehlt, ist Kommunikation. Ich möchte, oder würde es begrüßen, wenn eine Person diese Verhandlungen gewissermaßen insgesamt leitet, also auch die Kommunikation sicherstellt. Dass aktuelle Informationen an alle Beteiligten verteilt werden. Das ist für mich die Frage, wer möchte das übernehmen. Aufgabe wäre im Grunde zu schauen, dass die Informationen alle gleichmäßig verteilt sind und dass zu gegebenenfalls zukünftigen Treffen sichergestellt ist, dass alle auch kommen. Ja. Stimme der Begeisterung. Stimme der Begeisterung. Dietmar. Sind alle mit Dietmar einverstanden? Ja. Ja. Ist Dietmar mit Dietmar einverstanden? Ja. Ja. Ah. Achso. Ja, sorry. Okay. Du kannst es aber auch gerne machen. Also, ich würde in dem Fall einen Stellvertreter für welche Sachen auch immer gar nicht schlecht finden. Dietmar? Warum Dietmar, dann ist er auch wurscht. Warum nicht? Ich bin, was Aufstellung angeht, bei uns der Verantwortliche. Also ich kümmere mich um die ganze Koordination, jetzt Aufstellung zusammen und nachher als Beauftragter. Also ich werde die nächsten 3 Wochen einen Arsch voll Arbeit haben, was das angeht. Auch mit den Landratsamt. Sonst gerne. Schade, das ist lustig. Egal. Okay, gut. Dann haben wir eine Person. Du schaust, dass immer die jeweiligen Verbände alle die Informationen haben, die Einladungen auch durchkommen gewissermaßen. Und sei jetzt verantwortlich, dass halt immer einer von jedem Verband dabei ist. So. Gut, dann wären wir damit ja durch. Jetzt haben wir was über die Parteienfinanzierung. Das ist eine Frage in Pettklaus. Ach, da unten. Ich habe das jetzt mal ins Pad so geschrieben. Kannst du es mal überprüfen, Dietmar? Ich habe es in Zeit 149. 149 habe ich zurückgeschrieben. Der schickt gleich die gesamte Kanalfinanzierung. Die ganze Protokoll hieß Delphes halt, ne? Deswegen. Was? Ach so, ja. Dass die Parteifinanzierung bis 20. geklärt ist, was halt nicht Sinn macht. Du kannst, darfst du ganz, glaube ich, auch reden, weil da muss Wolfgang, glaube ich, zuhören oder zugucken. Ich frage ihn gerade, ob er zuhört. 5,25. Ah ja, okay. Wolfgang ist im Stream. Also die Frage von Wolfgang lautet, ob ich jetzt glaube, dass wir in weniger als 2 Wochen im Landesverband es schaffen, über die Parteienfinanzierung uns klar zu werden mit allen Verbänden etc. Das war ja vorhin schon kurz angesprochen. Es geht nicht darum, mit allen Bezirksverbänden ein komplett fix und fertig der Weiterverteilung der Parteienfinanzierung aufzustellen. Das wird in der Zeit nicht zu schaffen sein. Aber es sollte möglich sein,
eine Untergrenze zu definieren, die die Finanzierung und meiner Meinung nach nicht nur dieser Geschäftsstelle, sondern auch andere Geschäftsstellen in den Bezirken möglich machen sollte. Dass man grundsätzlich, oder, nein, es geht erstmal primär hier um diesen konkreten Vertrag, weil der steht zur Debatte jetzt, damit man sich hier keine Sorgen machen muss, dass vom Landesverband keine ausreichende Beteiligung kommen wird. Ob das im Rahmen eines Schlüssels in der bisherigen Art erfolgt oder ob dann andere Modelle erfolgen, wie die Parteienfinanzierung durchgereicht werden kann, das sei dann völlig dahingestellt. Wichtig ist nur zu definieren, vom Land wird genügend Beteiligung kommen, damit die LGS weiter mitfinanziert werden kann. Dass also auf Bezirk und KV München keine zu hohe Belastung zukommen wird. Das ist nur der einzige Punkt hier. Gut, ich gehe davon aus, dass Wolfgang deine Frage beantwortet ist. Wenn nicht, bitte nochmal im Chat melden. Okay. Dann können wir jetzt schon irgendetwas zur Parteienfinanzierung sagen, weil wir wollen nicht über. Wir machen hier Schritt für Schritt und wir müssten also hier etwas sagen können, ansonsten brauchen wir uns für die nächsten Punkte nicht unterhalten. Das ist ganz nett, weil dann kommen wir nach Hause gehen. Na gut, ich habe es am Freitag ja schon erwähnt, es sind keine neuen Erkenntnisse dazugekommen. Okay. Das Wochenende war mit anderen Dingen beschäftigt, vollgestopft, die auch was mit Parteienfinanzierung zu tun hatten, nebenbei bemerkt. Nämlich der Sicherstellung derselben. Ja, also wir werden voraussichtlich nächstes Jahr, wir werden auf jeden Fall 58.000 Euro bekommen aufgrund unserer Wählerstimmen in der Landtagswahl. Plus nochmal das, was aus dem Einspruch, ne? Für 2013. Ja, also wir kriegen es nächstes Jahr. Es wird uns ausgezahlt für 2013, aber es ist klar, es ist das Anspruchsjahr 2013, das Rechenschaftsjahr 2012. Ausgezahlt in 2014. Das ist ja immer diese. Weil wir keine Auszahlung haben. Ja, gut. Aber das Geld kommt nächstes Jahr, das ist entscheidend. Außerdem werden wir noch aus dem innerparteilichen Finanzausgleich Gelder bekommen von Bund und den anderen Ländern. Und nach meiner Kalkulation wird das bei ca. 100.000 Euro liegen, was wir als Bayern, komplett Bayern, LV Bayern, aus dem innerparteilichen Finanzausgleich bekommen, was dann im Jahr drauf kommen wird, das lässt sich jetzt noch nicht genügend sagen. 2013 ist noch nicht ausreichend überall in Sage gebucht, sodass man da schon eine gute Prognose machen könnte, wie denn das Rechenschaftsjahr 2013 sich verhalten wird, weil das wird ja dann in 2015 ausgezahlt werden. Aber immerhin fürs nächste Jahr haben wir da schon eine sehr sichere Prognose. Das heißt, wir werden so bei 150, vielleicht sogar 160.000 Euro insgesamt an Parteienfinanzierung liegen. Hinzu kommen ja dann noch die Mitgliedsbeiträge, die wir nächstes Jahr allesamt haben werden. Und da würde ich mal sagen, wenn man da vielleicht mit 80% dessen rechnet, was wir jetzt dieses Jahr haben, dann sollte man auf der sicheren Seite sein. Wir hatten dieses Jahr einen deutlichen Einbruch gegenüber 2012. 2013 sind sehr viele Mitglieder tatsächlich oder stillschweigend ausgestiegen. Und ich denke mal, dass sich das einigermaßen stabilisieren wird. Und trotzdem würde ich da lieber ein bisschen konservativ noch rechnen für 2014. Aber diese Gelder kommen ja auch dann Anfang 2014 weitestgehend rein. Erfahrungsgemäß werden im Januar, Februar die meisten Beträge bezahlt. Da ist der große Schwung und vielleicht schaffen wir es sogar schon ein bisschen im Dezember reinzuholen, wenn wir denn spätestens Anfang Dezember, oder das wäre so nicht der Wunsch, Anfang Dezember, ein Rundschreiben, mindestens Mail, vielleicht sogar tatsächlich einen Brief bayernweit machen, um die Leute zu animieren, ihre Beiträge vielleicht sogar schon im Dezember zu bezahlen. So, dass wir da auch ein bisschen mehr Planungssicherheit bekommen. Das wäre ganz schön, da hätten wir schon ein bisschen mehr Sicherheit im Dezember. Und müssten nicht im Januar, bis zum Januar warten. So, ansonsten gibt es im Landesverband noch keinerlei Absprachen und Überlegungen, Besprechungen. Es war einfach zu viel anderes Zeug los im Augenblick, sodass wir da noch nicht vorbereiten konnten. Ich habe für mich selber ganz privat so eine gewisse Vorstellung, aber mit der will ich auch jetzt nicht zu sehr hausieren gehen, weil ich dann innerhalb des Landesverbandes zu viel Druck produzieren würde, das ist auch nicht gut. Also da muss ich mich jetzt auch ein bisschen zurückhalten, sonst sind die Verhandlungsspielräume innerhalb des Landesverbandes eingeschränkt. Das wäre einfach nicht fair den anderen gegenüber. Grundsätzlich heißt es aber 100.000 Euro mehr, Pi mal Daumen, als im letzten Jahr.
So, und verflixt nochmal, da muss es doch mit dem Teufel zugehen, Entschuldigung. Wenn der Verband ist, Geschäftsstelle nicht leider. Dann hat der Verband den V auf die Geschäftsstelle noch geleistet. Ja, okay, aber dann müsst ihr gehen, dann sind wir hier drin, okay. macht auch keinen Sinn. Nein, also ich meine, so viel darf ich vielleicht einfach auch von meiner privaten Meinung sagen. Diese Geschäftsstelle ist doch in erster Linie auch in der Vergangenheit nicht eine Geschäftsstelle des Landes gewesen, sondern es ist eine Geschäftsstelle der Personen hier. Es hat viel mit Bezirk und KV zu tun und natürlich nutzt der Landesverband, nutzt Leistungen. Und so finde ich, sollte man zukünftig auch andenken. Aber das ist okay, meine ist aber, Meinung. Aber genau, das passt jetzt hier nicht zum Punkt. Das heißt, wir haben jetzt über diesen Punkt Parteifinanzierung keine verlässlichen Aussagen. Nee. Das heißt, ich würde das die weitere Behandlung dieser Punkte vertagen auf spätestens den 20.11. Wenn vorher der LV Aussagen treffen kann, auch gerne vorher. Ist das ich will schon noch ganz gerne, Entschuldigung. Bis 2013 hätte ich dann zum 20. schon irgendwie eine grobe Prognose, wie viel wir verdient haben und auch irgendwelche Schätzungen, was man erwarten kann für 2014, 2015 und bestimmten Annahmen. Eine grobe Prognose kann man machen, aber die wird noch sehr grob sein, weil es haben einfach viele noch nicht gebucht. Es sind noch viele Buchungen, die wahrscheinlich noch Anfang des Jahres schon waren, die warten noch darauf, in Sage gebucht zu werden. Aber wenn angenommen 2013 wären die gleichen Spenden eingenommen worden wie 2012, das ist ja eine sehr konservative Schätzung. Das ist sehr konservativ. Ich hoffe, dass da haben wir dann wieder 150.000 Euro. Ja, wenn die Einnahmen in 2013 die gleichen wären, wir sind bei etwa 1,5 Millionen Euro bundesweit. Dann sind wir auch der Länderfinanzausgleich, würde weiter in der Form nochmal angewendet werden. Es kann ein bisschen hin und her wandern, je nachdem, ob es zwischen den Landesverbänden Unterschiede gibt. Ja. Aber wenn zum Beispiel das rede ich jetzt ein bisschen ins Blaue hinein, wenn NRW zum Beispiel unglaublich viel Eigeneinnahmen produzieren würde oder mehr produziert hätte, jetzt in 2013 als 12, dann zahlen die weniger in den Länderfinanzausgleich ein. Also ich würde Walli jetzt ein bisschen widersprechen wollen. Also ich sehe ein, dass du verbindliche Zusagen erst machen kannst, wenn der Landesvorstand auch verbindliche Zusagen macht für die Minimalsumme. Ja, das ist das, was du gesagt hast. Das macht aber zu sagen, wir können erst danach reden, erhöht natürlich den Druck auf den LV, ist okay. Andererseits, der Landesverband bekommt 100.000 Euro mehr nächstes Jahr, dann weniger als dieses Jahr an den Bezirk auszuzahlen, wäre schon sehr dreist. Daher würde ich sagen, kann man durchaus mal sagen, wir gehen davon aus, dass der Bezirk Oberbayern minimal das bekommt, was er 2013 kriegt, sonst wird einfach der Rücktritt vom LAVO gefordert. Und unter dieser Prämisse reden wir weiter. Also der Rücktritt war nicht im Ernst, aber 100.000 Euro mehr, sag ich mal, muss genauso viel in Oberbayern gehen, wie das ist. Ich möchte dir, natürlich, das stimmt, aber ich möchte dir an dem Punkt widersprechen. Wir haben bis jetzt eine sehr sachliche und auf Fakten basierende Diskussion. Und ich möchte die gerne fortsetzen, weil in der Vergangenheit haben wir sehr, was wäre wenn, und gehen wir mal davon aus, und Zeugen und hin und her diskutiert, und das hat uns nicht zum Ziel geführt. Und ich würde den LV einfach bitten, 20.11. ist der letzte Termin, ihr könnt es natürlich auch gerne so morgen liefern. Ja? Nur jetzt weiter zu diskutieren, bringt uns nicht in der Verbindlichkeit nicht weiter. Das sind alles tolle Gedanken und dann wissen wir auch schon, wie sich welche Gedanken dann entwickeln, wenn das und so. Ja? Aber es bringt uns dann eben nicht wirklich zum Ziel. Ja? Ja, möchte mich mal anschließen, zu einfach einen draufregen. Wenn wir jetzt ins Blaue hinein spekulieren, etablieren sich gewisse Gedanken, gewisse Linien, die dann vielleicht gar nicht umsetzbar sind und an denen wir uns festhängen. Insofern schließe ich mich an, dass man wirklich auf verbindliche Aussagen warten sollte, die zumindest, da kann immer noch ein Spielraum sein, das ist kein Problem. 10% hin oder her können wir schon mitarbeiten. Und wir brauchen eine Hausnummer. Etwas, ein Schriftstück, mit dem ich dann später zum Schiedsgericht ziehen kann und sagen kann, der LV schuld. Gut, das sind gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen ja, ich weiß, ich auch. Aber das ist also, so eine Art Verbindlichkeit, ja. Gut,
Ja, sorry. Nichts kann uns jetzt daran hindern, nach Ende dieses Treffens weiter zusammenzusitzen und rumzuspinnen, aber es wird dann zumindest nicht mehr verbindlich, was in diesem Protokoll steht. Gibt es weitere Punkte, die wir jetzt heute noch diskutieren könnten, auch wenn wir das in der Tagesordnung nicht fortführen können wegen dem offenen Punkt? Nicht. Gut. Dann. Ich hätte noch einen. Ja? Ich wollte gern allgemein eine Aussage haben, falls es die schon gibt. Gibt es irgendeine Meinung vom Landesverband, unter keinen Umständen die Hauptmiete zu führen? Es gab nur eine grobe Ansage, aber nicht wirklich im Detail. Es gibt den einen Beschluss, den wir jetzt alle kennen von der konstituierenden Sitzung, aber es gibt nicht eine Aussage, wir wollen nicht mehr Hauptmieter sein. Ist das was, wo ihr Beschluss oder ein Meinungsbild habt im Vorstand oder irgendeine Aussage? Hatten wir nicht gesagt, dass dieser Punkt völlig unwichtig ist und hinten angestellt wird? Ja, aber es ist eine Frage von mir. Es ist die Frage, natürlich an den Landesverband zu richten, ob dies eine politische Frage ist oder dies eine sachliche Frage, also sachorientierte Frage. Wenn es eine politische Frage ist, ist sie wichtig. Also sprich, die Unterscheidung dürfte klar sein, eine sachorientierte Frage ergibt sich einfach aus den Anteilen und die erklärt sich damit gewissermaßen. Und eine politische Frage ist, ob ihr damit Schwierigkeiten hättet, den anderen Bezirken sozusagen noch weiter zu erklären, oder wollt ihr das den anderen nicht mehr erklären, dass ihr als der LV hier Hauptmieter, was auch immer das sein soll, es gibt keinen Hauptmieter als juristische Rolle, sondern es ist einfach nur der die meisten Kosten trägt oder der den Mietvertrag unterschreibt oder sowas. Ja. Da ist die Frage, ob es da eine politische Intention oder politischen Hintergrund gibt. Dann frage ich mal umgekehrt. Stellt euch mal vor, Bezirk und KV München wären die Mieter im Mietvertrag und der Landesvorstand ist dann nur kauft sich halt noch ein bisschen Leistung ein. Vielleicht nicht mal über einen Untermietvertrag, sondern zahlt einen Zuschuss und darf dafür halt hier den Raum für den Tresor nutzen und darf das Büro nutzen. In so einer Situation würde doch eigentlich die Frage der LGS-Leitung und wer beauftragt und wer entscheidet hier, wie was gemacht wird, gar nicht mehr beim Landesverband liegen, sondern dann hätten Bezirk und München das Sagen. Würde euch das besser gefallen oder weniger gut gefallen? Das finde ich, dass keine Antwort war. Mir würde es weniger gefallen. Dir wäre es besser gefallen, wenn der Landesvorstand entscheidet, was hier abläuft. Nee, nicht, ob er entscheidet, was hier abläuft, sondern mir würde es besser gefallen, wenn es eine verbindliche Hauptmiete des Landesverbandes hier gäbe. Und wenn es die nicht gäbe, dass der zumindest vertraglich gebunden ist, um einen festen Plan zu machen. Dass man sagt, man hat einen Mietvertrag, den unterzeichnet dann der Kreisverband und Bezirksverband gemeinsam oder nur der Bezirksverband. Aber dass es dann noch eine vertragliche Regelung gibt, wer wie viel zahlt. Weil wenn wir nur diese Zusatzleistungen machen, dann haben wir den Landesverband in der Geschäftsstelle nur noch mit einem Fuß drin, der jederzeit sagen könnte, ich könnte das auch woanders, diese Leistungen beziehen, weil diese Leistungen kann ich jederzeit kündigen. Und da ergibt sich für mich die Sorge, dass Kreisverband und Bezirksverband gänzlich auf den Kosten der Landesgeschäftsstelle sitzen können. Und dann wäre es nicht finanzierbar. Okay, das ist klar, das darf nicht sein. Dann wäre ein Damoklesschwert drüber, das darf nicht sein. Es müsste trotzdem eine Modalität gefunden werden, wie die Finanzierung immer gesichert ist. Mhm. Auch wenn der Landesverband sagt, jetzt sind alle kommen aus Franken und kein Mensch braucht mehr aus dem Landesverband hier irgendwelche Leistungen, weil die sowieso alle nicht in Oberbayern sitzen. Das ist klar. Es braucht eine Regelung, die auch in so einem Fall die Finanzierung noch sicherstellt. Für uns das schon, damit so eine Basis auf jeden Fall da ist. Und die zusätzlichen Leistungen sind zusätzliche Leistungen. Aber wenn man so eine Lösung finden würde, dann wäre aus meiner Sicht die natürlichere Weise, dass Bezirk und KV dann auch hier das Sagen haben, und zwar alleine das Sagen haben. Und der LV vielleicht hier und da ein bisschen Mitbestimmungsrecht bekommt, so er denn zusätzliche Leistungen in Anspruch nimmt, aber vielleicht braucht er nicht mal das. Also worauf ich daraus komme, das ist diese politische Frage, die du schon angesprochen hast, eine Gleichbehandlung der Bezirke untereinander. Dass die Geschäftsstelle in München nicht mehr die herausragende Rolle hat im Vergleich zu den anderen Geschäftsstellen, zu den anderen Bezirken. Können wir aber vielleicht zuerst?
Ich sage jetzt mal, also für mich hängt es aber eben wieder stark davon ab, wer wie viel zahlt. Also wenn der Bezirk 80% der Kosten zahlt, ja, dann soll er, also Haupt, ja, ich weiß, aber dann, die Frage ist, für mich hängt dieser Hauptmieteranteil mit dem Anteil der Finanzierung schon groß zusammen. Und letztendlich soll der, wenn wir alle gleich zahlen, dann kann man, ist es relativ wurscht, ja, ansonsten der am meisten zahlt, ist logischer Hauptmieter, weil der Hauptmieter, und das Zweite ist, der Hauptmieter muss im Zweifelsfall das irgendwie allein stemmen können. Und da sehe ich das Hauptproblem bei den kleineren Gliederungen. Deswegen, wenn man absolut verbindliche Zusagen hat, dann ist es auch wieder wurscht. Also, nein. Also, was, vielleicht, Entschuldigung. Was mich jetzt da ein bisschen stört, wir sind eigentlich dabei, das Ganze zu übertragen, weil man keine verbindlichen Aussagen haben. Jetzt ist auf die Anfrage, ist jetzt eigentlich keine Antwort gekommen. Es gibt also anscheinend kein Statement vom Westlichen Landesverband und stattdessen orientiert sich das jetzt an der gewissen Vorstellung, die, glaube ich, hauptsächlich von dir ausgeht. Und dass jetzt die Vorstellung jetzt schlecht machen möchte. Das ist schon richtig, ja. Und das, an dieser Stelle sollte man das vielleicht nicht machen. Ich hätte gerne eine Antwort von Niki darauf gehabt, aus dem Grund heraus, weil die Telcos immer zu kurz kommen und möglicherweise das eine andere Sichtweise. Okay, dann du. Niki, willst du was sagen? Ich würde was sagen, aber ich habe die Frage vorher verstanden. Die anfängliche, ursprüngliche Frage war, ob sich der Landesvorstand unter keinen Umständen die Hauptmiete vorstellen kann oder ob es da schon generell irgendwelche Aussagen gibt, die ihr treffen könnt oder ob ihr fest beschlossen habt, ihr wollt unter keinen Umständen die Hauptmiete mehr haben. Beschlossen haben wir nur, dass wir diesen Vertrag kündigen, damit wir dieses Thema regulieren können. Wie das im Einzelnen aussieht, da müssen wir intern halt eine Debatte führen, ob wir das wollen. Gut, aber dann kann man doch vielleicht das kurz darauf rauslaufen lassen, dass wir jetzt als Landesverband hier auch eine Hausaufgabe mitbekommen haben durch diese Fragestellung. Ja. Nämlich die Frage, wie viel Einfluss wollen wir als Landesverband in die Organisation, in den Betrieb der Geschäftsstelle zukünftig noch nehmen? Wollen wir das auf dem Wege einer Hauptbeteiligung des Mietvertrages erreichen? Hat das überhaupt was mit dem Mietvertrag zu tun? Hat das nur was damit zu tun, wie viel Geld kommt? Oder kann man sich als Landesverband sogar vorstellen zu sagen, wir geben einfach nur Geld, aber bestimmt tut ihr alleine? Das ist eine große Bandbreite. Und das müssen wir als Landesverband uns demnächst auch entscheiden. Thomas, du? Selbe Richtung eigentlich. Also es ist müßig jetzt darüber, von jemandem das zu verlangen, egal von Niki oder von wem auch immer, solange wir uns da noch nicht gefunden haben. Ja. Das werden wir sicherlich dieses Wochenende machen, würde ich das Thema komplett auf irgendeine nächste Verfolgersitzung vertun, weil das bringt jetzt gerade wieder böses Blut rein. Das macht keinen Sinn. Ja. Genau, dem anschließend ist für mich dann die einzige Frage noch, wann und wie kommunizieren wir weiter? Macht es Sinn, jetzt einen festen nächsten Termin zu sagen? Oder wartet man ab, bis der LAFO irgendwas verbindlich hat und sagt man, dann trifft man sich schnellstmöglich? Also ist es sinnvoll, ein Treffen hier zu machen? Oder? Also ich würde den Vorschlag bringen, dass wir den 20.11. als fixen Termin machen. Was für ein Wochentag ist das? Mittwoch. Ist er hier frei? Dann ist er frei. Ob frei ist oder nicht, das ist ein Schaffung. Die schmeißt man raus, die Frage ist, ob man Zeit hat. Nach der alten Regelung haben die Verbände Vorrang, im Zweifelsfall ist er frei. Ich bin da nicht da. Okay, dann... 20. So, dann der Montag davor müsste der 18. sein. Da ist halt ab 19 Uhr Vorstandssitzung vom KV München. Ja, das kann man schon verstehen. Das kann man verstehen. Ja, ist das jetzt natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Das Treffen für euch wäre das de facto eine Vorverlegung der Deadline? Lasst uns mal den einen Tag nach dem Wochenende noch Zeit. Also Montag ist ein bisschen heftig. Okay. Ja, das Dienstag, 19. Auch okay. Am Dienstag? Dietmar? Da fahre ich erst am Mittwoch, glaube ich. Geht. Geht, also 19. ist der nächste Termin hier, um welche Uhrzeit? Ich würde noch 18 Uhr ungern wieder machen, weil das sehr früh war. Dann machen wir 23 Uhr, weil dann kommen wir auf 0 Uhr und dann haben wir den Termin. Von mir aus schon. 18.30 Uhr. Das war dieses Jahr die Puppen, das ist immer. 19 Uhr? Irgendwas wieder vor einer Stunde. Gut. Okay. Ich hätte
doch noch eine Frage an den Kreisverband. Möchte der Kreisverband eine Mitmiete oder hat er sich darüber noch keine Gedanken gemacht? Im Mietvertrag. Wie viel Gruppe? Wir wollen aber Alleinmiete bei voller Bezahlung durch den Bezirksverband. Okay, ist doch was. Ja, eine ganz andere Frage. Keine genaue Ansage. Nein, eine andere Frage, das wird immer wieder der Keller ins Spiel gebracht. Derzeit ist der Mieter, der Kreisverband, der hat seinen Mietvertrag nicht gekündigt. Will er diese Regelung überhaupt, dass das in einer Miete zusammengefasst wird? Ja, auf jeden Fall. Ja. Vermutlich. Genaue Aussagen gibt es erst am 19. Ja, aber. Na, natürlich wollen wir das. Ja, mach ich selber das wollen, aber es hat keinen Sinn. Solange man wissen, was im Kohle auf dem Tisch liegt. Richtig. Ja, okay, gut. Das ist jetzt Leute, dann, genau. Dann lass uns bitte hier in aller Freundschaft auseinandergehen, wie man so schön sagt. Wir sind aus meiner Sicht ganz gut weit gekommen, auch in der Versachlichung und in der gemeinsamen Vorgehensweise, wie wir weiterkommen. Wir haben einen Terminplan. Das ist etwas Ungewöhnliches in der Piratenmütter. Ich hoffe, wir können damit umgehen. Stimmt, können wir das. Ja, und wir haben den Dietmar, der kommentiert die Hölle und dann geht's los. Ganz kurz noch, nicht inhaltlich, aber Kontakt mit dem Vermieter und den unseren Zeitplan mitteilen und schauen, ob er nicht völlig durchdreht und sagt, also nicht, dass wir einen Zeitplan machen und sagen, wir setzen uns Frist 15.12. und er sagt, aber wenn ihr zum 1.12. und nicht unterschreibt, fliegt ihr raus. Das heißt, okay, macht es Sinn, das heißt, du hättest den Job, diesen Zeitplan zu kommunizieren und abzusprechen. Oder das ist die Frage. Wäre nicht notwendig. Nicht notwendig, okay. Was meinst du denn? Weihnachten. Der Vermieter hätte gerne ein neues geschenkt. Das ist der Unterschied mit dem Mietvertrag. Das ist der von vorher schon beschreiben. Das mache ich so ins Protokoll. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch. Und auch Niki, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und gute Besserung. Und wir sehen uns allerspätestens am 19.11.19 Uhr. Das nächste Treffen. Ja, das ist okay. Warte, bitte nochmal leise sein. Okay. Niki, hast du noch was? Oder? Nö, ich hab nichts mehr. Du bist glücklich? Ich kann aufhören zu telefonieren. Gut. Gute Besserung. Danke, ciao. Ja, servus. Ciao. Gut, dann danke, ich drücke hier mal hin und sag servus. Jo. Das ging ja viel schneller, als ich dachte. Ja, es ist ja klar, weil wir haben auch nicht gesagt, in Bayern. Das hätte ja länger ausgedrückt. Ja, ja.